Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe Der Tag hier bei uns auf Ländle TV. Wir haben heute, so viel schon verraten, wieder einen tollen Gast hier per FaceTime zugeschalten. Zuvor natürlich aber wie gewohnt die aktuellen Meldungen des Tages mit einem Überblick über die Situation in Vorarlberg. Laut Gesundheitsministerium gibt es mit Stand Dienstag 16.30 Uhr 5.010 Corona-infizierte Personen in Österreich, 383 positiv Getestete in Vorarlberg. Bundeskanzler Sebastian Kurz appellierte am Dienstag einmal mehr an die Bevölkerung, die gesetzten Regeln hinsichtlich der Ausgangsbeschränkungen auch einzuhalten. Der Innenminister hat daher auch angeordnet, dass die Polizei hier restriktiv diejenigen strafen wird, die sich nicht an die Maßnahmen halten. Wie genau es bezüglich Maßnahmen weitergehen werde, könne man noch nicht sagen. Kurz betonte, dass man bis Freitag auf weitere Zahlen warte. Ja, wie versprochen geht es jetzt bei uns weiter mit dem nächsten Gespräch, wiederum über FaceTime, über den Computer, mit einem jungen, coolen Herrn, den man jetzt eigentlich auf den großen Bühnen erwarten sollte. Ja, aufgrund der Situation ist das leider auch nicht möglich. Falco Lino, Falco, servus, hallo. Hi Philipp, grüß dich. Die erste Frage, die muss ich immer stellen, es sieht so aus, als ob es dir mal auf jeden Fall gut geht, das ist das Wichtigste. Gesundheitlich alles intakt, auf alle Fälle, Gott sei Dank. Sehr gut. Die ganze Familie auch. Sehr gut, das ist schön zu hören. Das ist ja in Zeiten wie diesen auf jeden Fall sicher das Wichtigste. Du sitzt da vor einer Holzmauer in der Sonne, so wie es scheint. Also zumindest auch das Rundherum, wollen wir nicht raus, dafür ist bei dir gar nicht so schlimm, oder? Das ist der Vorteil, wenn man in den Bergen wohnt, wenn ich mir vorstelle, nur annähernd, so mit in einer Stadtwohnung zu wohnen, ohne Balkon, ohne Terrasse. Also Respekt an alle, durchhalten. Ich schicke euch ganz sonnige Grüße aus den Bergen. Sehr schön, das sieht richtig cool aus. Falke, ich habe es gerade angesprochen, mit Still, deiner neuen Band, jetzt eigentlich gestartet Anfang Jahr, mittlerweile auch das zweite Video draußen mit Prima Ballerina. Wäre jetzt so die Zeit, wo man sagt, okay, da gibt man jetzt richtig Gas, ist auf den Bühnen unterwegs und spielt, nicht möglich derzeit, eh klar, aber ich glaube, verständlich, es nutzt halt einfach nichts, oder? Ja, es ist halt einfach so, wir passen uns auch der Situation sehr ungern an. Es waren sehr viele Auftritte geplant. Mhm. Das Gute ist, wir haben mit Still einige Jahre schon vorausgearbeitet. Es hat zwar erst jetzt im Jänner angefangen, aber wir waren ungefähr 4 bis 5 Jahre dran mit der ganzen Produktion, mit dem Schreiben. Einige Clips schon vorausgemacht. Also sprich, wir haben jetzt noch ein bisschen Luft, dass wir online einfach arbeiten können. Mhm. Und das freut mich Gott sei Dank, dass das da jetzt nicht ein kompletter Stillstand wird oder ist. Kommen wir vielleicht noch kurz auf dein neues Video, Prima Ballerina. Da gibt es ja auch jetzt bei uns auf Ländle TV eigentlich so die Vorarlberger Fernsehpremiere, glaube ich, das darf man so sagen. Also zumindest einmal bei uns auf jeden Fall. Da spielen wir natürlich an. Ist ja auch, wenn man das Video dann sieht, ganz spannend, du in einer ganz, ich sage mal, neuen Rolle. Ja, ich habe schon zum Hören gekriegt, dass mir das Tütü anscheinend sehr gut steht, weil ich wunderschöne Beine habe. Sie sind zwar sehr haarig, aber ich habe gehört, ich mache eine tolle Figur. Und ich war überrascht, ich bin sehr beweglich. Es hat so alles geknackst die ganze Zeit und im Schritt hat es ein bisschen gebrannt, aber ja, Muskelkater. Also man sieht die Ballerinas da tanzen, das schaut aus, als ob es nichts ist, aber es hat echt geschmerzt. Und um das geht es ja im Song, auch, dass man hin und wieder einfach einmal die Arschbacken zusammenkneifen soll und sich ja was trauen, mal was wagen im Leben, über den Tellerrand rausschauen, sich nicht immer in die Hosen scheißen und halt einfach mal die Leute lachen lassen. Die Selbstverarschung gehört im Leben dazu. Also ist immer alles so ernst und ja, einfach das Beste draus machen. Prima Ballerina, tanzt, als ob die keine Sau sieht. Ja. Ach Gott. Ja, Falco, ich würde sagen, ich sage mal erstens vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu quatschen natürlich. Und ich lasse jetzt dich einfach dein eigenes Video über FaceTime, über den Computer anmoderieren. Und das sagt dir weiterhin auf jeden Fall gute Zeit und viel Erfolg auch weiterhin mit Still. Und jetzt der Stage is yours, wie es so schön heißt. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich bin Falco Lino, der Frontmann von Still und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Zieht das Tütü an, jetzt kommt Prima Ballerina. Bleibt gesund und bis bald. Falco, ciao, danke dir. Ciao, merci.
wärst. Weißt du, wenn du dein Leben lang nichts riskierst, dir nur ins Hemd machst und nichts ausprobierst, dreht sich meine Welt schneller, wenn du die Arschbacken nur einmal zuknallst und nicht nur mit leeren Worten deine Zeit verzahlst, drehst du dich mit. Naja, und sonst bleibst du halt hier, ne? Ja, das war sie also nun, die Ländle-TV-Premiere von Prima Ballerina von Still. Cooler Song, muss ich sagen, freut mich, dass der Falco sich Zeit genommen hat. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt von Der Tag, heute wiederum aus unserem Home-Studio. Es gibt jetzt noch unser Kachelmann-Wetter und ich darf mich verabschieden. Machen Sie es gut und ganz wichtig, gesund bleiben. Keine Wetteränderung im Ländle derzeit. Wir liegen am Rande eines großen Hochdruckgebietes mit Zentrum über Osteuropa in trocken-kalter Kontinentalluft, die mit strammem Ostwind zu uns geführt wird. So starten wir am Mittwochmorgen erneut frostig in den Tag. Die Tiefstwerte liegen im Walgau und Rheintal bei minus 5 bis 0 Grad. Es scheint verbreitet die Sonne, zunächst vom wolkenlosen Himmel. Am Nachmittag ziehen aus Osten her ein paar mittelhohe und hohe Wolkenfelder auf. Es bleibt unverändert trocken und die Temperaturen erreichen am Nachmittag bei weiter teils böigem, unangenehmem Ostwind 7 bis 10 Grad. Von Donnerstag bis einschließlich Samstagnachmittag gibt es weiterhin trockenes Wetter im Ländle mit viel Sonnenschein und zeitweise ein paar Wolkenbänken. Die Nächte bleiben kalt, tagsüber wird es langsam eine Spur milder, am Freitag mit 11, am Samstag mit bis zu 14 Grad. Der Ostwind, der lässt nach.